Freischütz im 21. Jahrhundert, die Wolfsschlucht als Büro und im Mittelpunkt die Jagd nach dem nächsten Abschluss. Hausregisseur Tomo Sugao inszeniert am Staatstheater Cottbus den Opernhit von Karl Maria von Weber als Geschichte junger Menschen auf dem Sprung ins Erwachsenenleben. In die Hauptrolle des Jägerburschen Max schlüpft Roman Payer. Er möchte Agathe heiraten, die Tochter des Erbförsters Kuno. Doch dafür muss er einen Probeschuss bestehen. Und das ist ein Problem. Denn Max ist zwar immer ein guter Schütze gewesen, hat jetzt aber schon lange nichts mehr getroffen. Und so wird er von dem zwielichtigen Kaspar dazu verleitet, sich mit finsteren Mächten einzulassen. Kaspar weiß, wie man magische Freikugeln gießt. Und die treffen bekanntlich immer. Doch sie haben einen hohen Preis. Denn die siebte Kugel leitet der Teufel nach seinem Willen. Kaspar weiß das auch und beschwört beim Gießen der Kugeln in einer furchtbaren Waldschlucht den schwarzen Jäger Samiel herauf, mit dem er einen Pakt eingegangen ist. Die Musik schwillt an und die Oper steuert auf ihren finsteren Höhepunkt zu. Dort steigt er wirklich in Klangfarben ein, die es bis dahin nie gab. Also das ist ja zur gleichen Zeit komponiert wie Beethovens Missa Solemnis und eigentlich noch mit klassischer Musik umgeben, obwohl es Romantik ist. Also der Freischütz ist die romantische Oper schlechthin. Und die Klänge, die er in der Wolfsschlucht produziert, durch grausige Streicher, Tremoli und Chor aus dem Off. Also das heißt, wir sehen den Chor nicht, aber wir hören ihn singen. All diese Effekte, die gab es bis dahin nie. Und die sind unglaublich faszinierend im Theater zu erleben. Das gesamte Ensemble bringt eine Meisterleistung auf die Bühne und erweckt die Charaktere auch stimmlich eindrucksvoll zum Leben. So gibt Andreas Jäpel einen wunderbar hinterlistigen Kaspar, der sich für eine erlittene Verletzung rächen will. Denn er ist selbst in Agathe verliebt. Und als erster Jägerbursche doch eigentlich der viel bessere Bräutigam. In der Rolle der verliebten, aber von Sorge gequälten Agathe überzeugt die Sopranistin Gloria Shin Choi. Zwischen Freude und Schmerz klingt ihr Gesang wie ein Liebeslied, doch manchmal auch wie ein Klageschrei. Eine stille, heimliche Hauptrolle spielt hingegen das Bühnenbild von Momme Hinrichs. Er verlegt die Handlung zwar ins Büro, lässt aber auch symbolhafte, surreale Elemente aufkommen. Es gab im Vorwege oft Stimmen von außen oder auch von direkt Beteiligten in den Diskussionen darüber, ob man nicht konsequent bei der Bürogeschichte bleiben müsste, also dass man jedes Pendant im Büro findet, also jedes Lineal wird zum Schwert sozusagen. Und wir eigentlich der Ansicht waren, dass dem eben nicht so sein sollte, weil wir möchten uns auf einen surrealen Weg bewegen, weil es eben halt nicht um Realismus geht, sondern um psychologische Zustände auch. Und ich für mich persönlich hat eigentlich jede Gruselgeschichte oder jede Horrorgruselgeschichte mit solchen Aspekten zu tun, dass es immer die Ängste sein müssen, die sowohl in den Protagonisten verankert sind, als auch im Zuschauer, also in mir. Und wenn es da Parallelen gibt, dann haut mich das total um. Also dann ist das für mich sehr effektiv. Und das probieren wir hier auch, ne? Also wir wollen hier auch eigentlich ganz klar fantasievolle Bilder wie den Samiel und so hereinholen, die jetzt nicht, keine Ahnung, der Hausmeister sind oder so, sondern tatsächliche dämonische Gestalten, weil sie eben die Angst von Max und hoffentlich auch dem Zuschauer Ausdruck verleihen. In der zweiten Hälfte wird dieser Aspekt besonders deutlich. Das Bühnenbild ist abstrakter geworden, die Einrichtung verwüstet, im Hintergrund sind Ruinen zu sehen. Das Schicksal von Max und Agathe scheint besiegelt, das tragische Ende unverrückbar festzustehen. Es ist in diesem Teil des Freischütz, in dem Karl Maria von Weber die beiden wohl bekanntesten Melodien seiner Oper erklingen lässt. Wir winden dir den Jungfernkranz begeistert das Publikum schon seit der Uraufführung im Jahr 1821. Auch der Jägerchor entwickelte sich schnell zum Gassenhauer, den bis heute jeder Opernliebhaber kennt. Es sind solche Stücke, die den Freischütz bis heute zu einer der erfolgreichsten und beliebtesten Opern machen. Das Populäre sind auch natürlich die Melodien. Also ich meine, der Jägerchor der an sich oder der Brautjungfernchor, das waren die Kassenschlager damals. Also die wurden gepfiffen rauf und runter.
Und damit wurde das Stück natürlich auch populär, weil es singbar war, weil es wie volksliedhaft klang. Die Leute einen Zugang gefunden haben, sich identifiziert haben in dieser Musik. Und deswegen ist es der Grundstein der romantischen deutschen Operntradition und gleichzeitig ein unglaublich populäres Werk. Die großen Hits sind gesungen und die Oper nähert sich ihrem Ende. Ob aber die Liebe zwischen Max und Agathe doch noch bestehen kann, das erfahrt ihr vor Ort im Staatstheater. Die Termine findet ihr im Spielplan. Wer weiß, vielleicht hilft am Ende ja ein gottgesandter Eremit bei der Rettung der jungen Braut.